für dich das Wichtigste an der Baumeisterausstellung? Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir keine monographische Ausstellung konzipieren möchten. Davon gab es in den letzten Jahren genügende, die auch auf die einzelnen Medien wie Bühnenbild, Lacktafeln eingegangen ist. Wir wollten Willi Baumeister und sein Netzwerk zeigen, das heißt, wie er mit seinen Kolleginnen, mit seinen Sammlerinnen, mit seinen Schülerinnen und eben vernetzt war und wie das zu einer ganz eigenen Situation, die nur auf Willi Baumeister zutrifft, eben stattgefunden hat. Wir haben eine sehr wissenschaftliche Ausstellung konzipiert, mit Konzentration auf den Begriff des Netzwerks, das wir in einzelnen Plateaus zeigen. Was waren die Gründe dafür? Die Gründe dafür lagen in unserer Überzeugung, dass eine rein monographische Ausstellung auf einen Begriff der Autonomie von Kunst aufruht, den wir heute nicht mehr teilen. Für uns war klar, dass das Interessante an Baumeister eben die Tatsache ist, dass er sehr vernetzt gearbeitet hat von Anfang an. Also er hat immer wieder neue Netzwerke gebildet aus Sammlerinnen, Kritikerinnen, Galeristinnen und Kolleginnen und auch Arbeiten getauscht und so weiter. Wir haben uns dann eben die Frage gestellt, wie kann man ein Netzwerk nachträglich rekonstruieren? Und das lässt sich vor allem über die Objekte, die Orte und die Personen rekonstruieren. So haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, welche Kunstwerke wurden getauscht oder geschenkt oder erworben. Es sind ungefähr 23 Kunstwerke hier in der Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern, die gegeneinander getauscht wurden. Unter anderem Kandinsky, Kurt Schwitters, Malevich, Fernand Léger, Le Corbusier und Hans Arp hier. Laszlo Moholy-Nagy. Was ist dein Lieblingswerk in der Ausstellung, Hannelore? Ich darf zwei Werke nennen. Ich darf ein Baumeisterwerk nennen. Es ist das erste Werk von Baumeister, das 1955 Alfred Gunzenhauser im Atelier Baumeister nach einem Gewinn im Casino, er war noch Student, gekauft hat, das wir auch ausstellen. Und das andere ist von dem Freund von Willi Baumeister, Robert Michel, eine ganz kleine Zeichnung, ein Selbstporträt, das ihn zeigt in einer Ecke und er wie ein Märtyrer schon die ganze Geschichte der Nazi-Zeit vorwegnimmt. Was war für dich das Besondere am Kuratieren während dieser gesamten Zeit jetzt? Gibt es da ein Ereignis? Ja, also das Spannende war für uns vor allem der Moment, als die Originale in die Ausstellung kamen und die Kisten aufgemacht wurden und diese Arbeiten, diese hochkarätigen Arbeiten nach und nach aus der Kiste herauskamen, an die Wand und dann gehängt wurden. Und mit jeder Arbeit, die da dazu kam, sahen wir, wie hochkarätig und wie qualitätvoll diese Ausstellung wird. Und das war ein ganz besonderer Moment in dem Kuratieren, denn wir haben einige wirklich sehr hochkarätige und wirkliche Meisterwerke hier auch in der Ausstellung hängen. Und die kommen natürlich nur im Original zur Geltung und nicht in der Reproduktion. Ja, vielen Dank. Gut.